schockschwere Not, meine Weib ist tot. Wer flickt mir jetzt die Socken und wer kocht das Abendbrot? Sie war so gut, sie war so lieb, obwohl sie's oft mit anderen trieb. Der Pastor und der Bäckersmann, die standen häufig bei ihr an. Der Meilig draußen durch die Welt, mit Gauklern zog für'n Taschengeld. Als Vater von 6 Kindern, für den mich keiner hält. Schockschwere Not, meine Weib ist tot. Wer flickt mir jetzt die Socken und wer kocht das Abendbrot? Schockschwere Not, meine Weib ist tot. Wer kocht mir jetzt die Socken und wer kocht das Abendbrot? Sie war nicht schön, sie war nicht schlank, sie war so groß wie ein Küchenschrank. Das Bett war grad so breit wie sie, drum schlief ich meist beim lieben Vieh. Nur manchmal fiel ihr nächtens ein, dass ich ihr sollt zu Willen sein. Dann flehte ich, oh lieber Gott, lass mich jetzt nicht allein. Schockschwere Not, meine Weib ist tot. Wer flickt mir jetzt die Socken und wer kocht das Abendbrot? Schockschwere Not, meine Weib ist tot. Wer flickt mir jetzt die Socken und wer kocht das Abendbrot? Doch Trübsal scheint mir ohne Sinn, denn Tod ist Tod und hin ist hin. Den Brandwein hol ich mir hervor, da klopft es auch schon an das Tor. Draußen steht der Sensenmann und schaut mich ziemlich dämlich an. Der meint, hey, wenn du willst, kannst du sie wirklich wieder haben. Ah, schockschwere Not, meine Weib ist tot. Gevatter, ach, behalt sie nur, das kommt schon noch ins Lot. Schockschwere Not, meine Weib ist tot. Ich koch mir meine Socken selbst zur Not zum Abendbrot.